Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Aufnahmen auf der Bergmann zusammen mit dem Toni, dem Paul, dem Lars, dem Micha. Einen wunderschönen. Hallo. Hallo. Servus. So, letzte Folge angefangen, diese Folge beendet. Also, Freitag 15. Dezember, 3 AM CET. Das ist 3 Uhr am Morgen Central European Time. Entschuldigung, können wir nicht am Morgen sagen, sondern in der Nacht? Also 3 Uhr ist bei mir noch nicht am Morgen. Ja. Der beginnt für mich immer erst zwei Stunden früher. Und früher? Später. 3 Uhr ist momentan mal eine Zeit, wo ich immer aufwache. Das ist total schwierig. Bei mir ist es immer 3 oder 4 im Moment. Kannst du halt einen Wecker drauf um 3 Uhr ausmachen, wenn du immer um 3 Uhr aufwachst? Nee, ich hab keinen Wecker. Es ist halt, weiß ich nicht. Ich hab das momentan so zwischen 3, halb 3 wache ich einfach mal auf und denke, ey, was könnte ich jetzt eigentlich so anstellen? Ah, 3.30 Uhr. Ja gut, okay, ich drehe mich nochmal um. Genau. Weiter schlafen kann ja jeder. Nein, ja. Also Central European Time ist halt die mitteleuropäische Zeit und das ist unsere Zeit in Deutschland. Also die MEZ. Ja, MEZ, CET sind die gleichen. Oh, ich gedacht, dass die MEZ unsere ist und die CET ist die Cambridge, nicht Cambridge, die Greenwich. Das die ist die GMZ, null. Die Greenwich Middle Time. Nee, die GMT, Greenwich Middle Time. Aber auch UTC. Und UTC ist halt die Nullzeit, das ist der Nullmeridian, da ist Null. Also UTC ist Null und CET ist UTC plus 1. Ja, wir hören uns gerade an wie Van der 4, ey. Ja. ARD, ZDE, MFG, mit Van der Füßen, die Füße. Ja, genau, dachte ich auch gerade dran. Okay, also von 3 Uhr in der Nacht bis Montag 9 Uhr. Aber denkt dran, 6 Stunden nur, ne? Das heißt, wer vorher suchtet, der kriegt einfach mal direkt einen hinter die Löffel. Ich kann erst morgen Abend. Ne, ich auch, aber mir wird's auch jetzt morgen Abend. Ne, ich wurde ja nur vorsichtig. Ich kann erst Samstag, also ihr müsst schon noch ein bisschen Zeit für Samstag auch übrig behalten. Ich kann gar nicht. Boah, das wäre jetzt echt scheiße, ne? Wenn wir schön am Freitag die 6 Stunden voll suchten. Warte, wenn wir gegen vorsichtig 8 Uhr anfangen, ne? Wie lange müssen wir machen? Bis 2 Uhr in der Nacht. Easy. Das wird hart, aber ich habe noch ein paar Dr. Pepper gewonnen, die könnte ich mir reinschreiben. Dr. Pepper. Du hast Dr. Pepper gewonnen? Ja, freilich. Wo hast du den Dr. Pepper gewonnen? Jo, freilich. Ja, freilich. Naja, ich habe da mit so einem gewettet, dass er kein Berg besteigt. Ach so, ja. Die hast du noch? Ja, die habe ich noch. Ich trinke momentan nicht so viel davon. Also immer mal eine Dose. Immer mal eine Dose, aber nicht dein Ernst. Ich muss hier rückwärts. Warum musst du hier rückwärts? Naja, weil ich das Ding da rückwärts rausschiebe, um wieder zum Feld zu kommen. Ja, kann doch einfach mal drehen. Ich bin doch schon dabei. MFG. War denn noch Gras oder Häckselgut im Lager für den? Wenn du was brauchst, nimm Gras dir das bitte aus dem Fahrsilo, würde ich jetzt sagen, bevor der Fermenter leer läuft. War ich schon unten angekommen? Ich weiß es gerade gar nicht. Gras ist noch im Dingens drin, deswegen. Wir haben noch ewig viel Gras da drin, oder nicht? Ein Silo im Lager? Ja. Okay. Ja. Hat das gerade nicht Gras auf dem Schirm. 200.000 Liter haben wir da noch drin. Okay. Über 200.000, 207.000 um genau zu sein. Ja, und 37.500 Liter habe ich schon rausgeholt jetzt. Ich habe auch schon seit Ewigkeiten keinen Dr. Pepper mehr getrunken. Weil du keinen hast, oder? Ja, ich hatte jetzt, also hab jetzt vor, ich hab jetzt den Konsum von zuckerhaltigen Getränken drastisch reduziert. Ja, das kenne ich. Deswegen trinke ich den halt auch echt nur selten. Ich hätte mir nicht angenommen. Ziegenkäse. Bei mir steht nur Ziegenkäse. Ich bin nur Käse. Ich finde es ein bisschen weird, dass das jeder hinkriegt. Ich wäre vor allem geil, ich bin einfach durch den Kuhstall gefahren.
Ja, der Kuh steht im Kantinengäse an, hat er schon grundsätzlich recht, ne? Ja, hat er schon grundsätzlich recht, aber ich hatte auch nicht vor abzuladen, ich habe das nur als Durchfahrtgelegenheit genutzt. Aber bist du hoffentlich auch langsam gefahren? Wie du es immer sagst. Ich bin nur 85 gefahren. 85? Ja, ich habe vor extra die Kühe eingesperrt. Ah, das ist schön. Hast du noch auf die Hupe gedrückt, dass sie auch wissen, dass du kommst? Ich fahre ein Elektroauto, die hören die gar nicht, dass ich hier durchdüse. Ja, siehst du, deswegen sag ich ja Hupen, weil dann sind wir sicher, ne? Weißt du, wie ich meine? Ah, der hat eine schöne Hupe, geil. Ja, wir hatten ja Weihnachtsfeier vom Löschzug. Und wir haben in der Fahrzeughalle gefeiert und haben dann unser HLF so schön da so beleuchtet ausgestellt. Mhm. Und die Kinder durften mal drin rumtouren und sowas. Und direkt vor der Schnauze von dem Auto stand halt auch eine Reihe Bierzeltgarnituren. Und eins der Kinder hat dann mal die Hupe am Lenkrad gefunden. Oh, das ist böse. Das Druckluft-Bullhorn, was halt als Hupe verbaut ist, schallerte dann halt mal so über den Tisch drüber. Der Gäste, die gerade aßen. Nee, La Cucaracha haben wir nicht. Doch, das Auto hat La Cucaracha. Micha hat La Cucaracha. Achso, Micha hat. Da haben wir noch nichts hier. Ich hab La Cucaracha als Hupe. Also sind die kurz hier mal aufgesprungen und haben ihr Essen verteilt, oder? Fast, ja. Ja, schön. Es war sehr amüsant. Ja, das glaube ich gerne. Du musst da hoch. Du lass mal einen Allradbus haben. So. Einmal muss ich noch, dann bin ich arbeitslos. Oder kann ich hinten bei dir weiter sammeln, Lars? Sorghumhülse macht keinen Strom. Okay, du machst Sorghumhülse. Danke. Dann bin ich gleich arbeitslos. Ich auch. So, wenn du sagst, gibt keine gute Mission, dann werden wir wohl gleich. Hans-Uwe. Wie bitte? Ganz Weizen. Ja, dann wird wohl gleich gewalzt. So, aber dann kann ich jetzt schon mal 2 und 3 wieder neu ansachen, ne? Dann ist jetzt 2 im Moment Hafer. Geplante Frucht, was machen wir danach? Machen wir mal, was haben wir jetzt vorhin gesagt? Sojabohnen. Sojabohnen können wir zum Beispiel machen. Ja. Hm? Kalken brauchen wir nicht. Also wir können uns halt auch gucken. Nicht notwendig, pflügen nicht notwendig, walzen notwendig. Sehen, Sprit. Lars, wir können auch schauen, was dann tatsächlich bei unserem Ausverkauf jetzt rauskommt und ob wir uns doch schon mal irgendwie einen Erdfruchtroder holen. Muss ja kein großer Vollernter sein. Und auf Erdfrüchte für die Abwechslung gehen. Also ich bin ja, aber wir haben dann noch die 5 und die 6, die wir Erdfrüchte machen können. Die 9, die 19, weil wir die jetzt bestellen. Also die werden ja dann alle wieder zu der Verkaufsding auch wieder geerntet. Ja, die sind ja dann auch wieder frei. Passt. Dann will ich jetzt 2 und 3 eben jetzt auch Hafer. Warte, Paul. Setz zurück. Ich fahr dieses Stroh hier weg. Alles gut. So. Eintrag hinzufügen, ich habe die 6 vergessen. Lande über mein Haupt. Ja, brauchst du nicht, weil die 5 und die 6 sind ein Feld. Ja, ich habe die 2 und die 3 aber auch angegeben, weil ich innerer Monk meckert dann. So. Nein, wenn ich jetzt die 6 angebe, dann ist sie ganz unten. Okay, ich hau sie wieder raus. Ja. Dann hau ich die 3 aber auch raus, dann passt es. So. Genau, hatten wir früher auch so, die wir zusammengelegt haben, da brauchst du nur eins, da sparst du dir dann das Klick quasi. Ja, und am Ende steht auf dem einen was anderes wie auf dem anderen, weil du da vergisst, irgendwie auf München wegzudrücken oder bist ja cool. Ja, genau. So. Du könntest aber, bevor du fertig bist, Uwe, kannst du mich nochmal abfahren und das Gespann schon mal zum bringen. Ja, sofort oder kann ich erst noch abladen? Nee, kannst du abladen, alles easy. Ich habe erst 50% noch, aber wenn der
Wenn der Ding dann voll ist, ja. Der Drescher, dann ist auch der Abfahrer voll. Achso, ja, warte, dann mache ich das lieber jetzt. Nein, ich habe noch 40% frei. Mach alle Ruhe. Achso, ja, okay, warte. Du hast noch. Ich hab noch Reserve. Ja, aber. Moment. Mach mal Röhrchen raus. Mach doch ganz ruhig. Ja, ich hatte dich gerade missverstanden, deswegen bin ich sofort gesprungen. Aber dann fahre ich den halt jetzt schnell weg. Ist ja egal, ob ich jetzt sofort... Ja, kannst du auch machen, ja, kannst du. Aber am Ende der Bahn stehen. Ja, ja. Ist ja egal, ob ich jetzt das Stroh wegfahre oder in einer Minute. Das ist ja nicht schlimm. So. Hey. Entschuldigung. Sah so leer aus, dein Korntank. Nee. Da sind noch 2000 Liter drin gewesen. Okay. Danke dir. So, dann darf ich auch mal die Brüllkarre hören. Geil. Empfehle dir gerne nochmal, drück auf Ö, hast die Parkbremse drin und dann gib saftig Gas. Wer ist denn jetzt am Walzen schon? Niemand. Niemand? Und wenn er rauskommt, dann rennen wir wieder vor. Achso, mit dem 720 bis zum Ansehen, ne? Mhm. Du kannst gerne dir die Walze schnappen. Hey, alles gut, ich guck grad nochmal. Nee, mach doch, ich bin doch gerade auch noch bei Lars beschäftigt. Dann hast du doch schon gefühlt das Vorgewende, bis ich soweit bin. Ist doch alles fein. Nee, jetzt nicht böse. Ich finde es ein bisschen schade, dass man 22er auf der Map nicht mehr sieht, bei den Pfeilchen, dass man die Namen sieht, wer da irgendwo rumlungert. Ja. Sehr schön. Dass man nur noch die Pfeile sieht, das finde ich ein bisschen doof. Und Michael, ja, ist es bei mir immer noch in jedem, also im Pfeil, in jedem Fahrzeug bei uns ist ein Pfeil drin, aber ich kann trotzdem reinhüpfen. Hm. Erinnert ihr euch noch am Anfang vom 22er, wo man nicht immer die Namen über den Köpfen gesehen hat? Ja. Das war witzig. Wer steht mir denn hier gegenüber? Ich nicht, ne, ich auch nicht. Ja. Ich auch nicht. Und dann warte ich, hüpfen mal, dann hüpfen 5 Leute. Ja. Ach ja, die Anfangszeiten des 22ers. Das war schon gut. Wie lange ist denn das schon wieder her, dass der rauskam? Ja, zwei Jahre. Knapp zwei Jahre, über zwei Jahre, ja. Über zwei Jahre, ich wollte gerade sagen, irgendwie September oder Oktober 21 kam er, ne? November. Immer November? November 21. Genau. Deswegen wird die nächste FarmCon könnte sehr spannend werden. Wenn sie es jetzt mit 3 Jahren beibehalten, wird da der neue LS angekündigt. Ja, genau, wenn sie bei 3 Jahren LS bleiben. 25. So. Könnte spannend sein, ja. Ja, da diskutiere ich später nochmal mit meiner besseren Hälfte drüber. Wie sieht's denn bei euch aus? Ich habe mir gar keine Gedanken gemacht. Also ich wusste es bis vorher noch nicht, dass sie dann ist, weil ich den Channel im Discord ausgeblendet habe und dann unsere Seiten rein Duscher. Da ist es auch tatsächlich heute noch nicht angekündigt worden, oder? Doch. Den Channel habe ich ja erfahren heute. Genau, wir haben ja den Giants-Channel abonniert bei uns. Irgendwann auf der Arbeit einfach ignoriert und habe den Channel weggeklickt. Also wir haben ja bei uns unter Announcement den Farming Simulator Channel. Das ist ja quasi das, was Giants publiziert wird, bei uns gespiegelt. Und sie haben es um 14.17 Uhr haben sie geschrieben. Ja, FarmCon 24 is a thing. Is a thing. Mark, yes, your calendars, get your ticket and look forward to a special FarmCon. Ja, also wenn wir es machen, sollten wir es auch ziemlich früh machen, dass man noch ein anständiges Hotel kriegt zu anständigen Preisen. Ja, also da habe ich schon überlegt, ob man ein Hotel nimmt oder Richtung Airbnb oder so geht, aber... Ist ja egal, können wir auch machen. Da habe ich jetzt gerade noch nicht haben nachgeguckt. Haben wir Flüge aus? Nein. Doch. Haben wir. Warum haben wir Flügen aus? Weiß ich nicht, habt ihr schon mal geflügt? Also weiß ich nicht, ob wir Flügen aus haben. Steine haben wir auf jeden Fall aus. Weil Steine ist auch aus, weil sonst würdest du es auf der Karte anklicken. Ne, warte mal.
Doch, Flügen ist auch aus, sonst könntest du es auf der Karte an. Ja, Flügen notwendig ist aus. Weiß ich nicht, warum wir es aus haben. Wer dann diese Map erstellt? Wissen wir, aber haben wir doch schon ewig aus, oder nicht? Also, es ist jetzt nicht seit der Version erst. Wie würde? Ja, haben wir. Wir sind sogar ein Flug und ein Tiefenackerer. Also, ja, der Flug. Den Flug haben wir gekauft, glaube ich, das letzte Mal, um die Felder zusammenzuflügen. Und stimmt, den Tiefenlockerer hatten wir vorher mal. Aber also von mir aus können wir. Achso, warte, brauche ich gar nicht. Von mir aus können wir Flügen aktivieren, so mir recht sein. Dann haben wir Arbeit. Nicht unbedingt, weil wenn wir keine Erdfrüchte und sowas machen, kommt auch kein Flügen. Entschuldigung, Micha, ich hab die Schubkarre bewegt. Bei Position Farming müssen wir nicht mehr nach der dritten Ernte flügen. Nein. Position Farming musst du nur noch nach Erdfrüchten. Die, das stört bestimmt. Mein Schubka ist bei den Hühnern. Wenn die verschiebst, wird's lustig. Okay. Das ist ein bisschen wert für Strohsammel. Ja. So, Wasser auf Feld 19 drauf. Geil, ey. Ava, okay. Also wenn diese Schubkarre augenscheinlich niemanden gehört, dann stelle ich die einfach mal zur Seite. Also einfach an Seite. Die gibt hier zwei Schubkarren. Ich nutze aber die für die Hühner nur die eine. Ja. Sehr geehrte Fluggäste, bitte halten Sie Ihr Gepäck immer stets beobachtet. Was? Keine Ahnung. War lange nicht mehr am Flughafen, aber kennst das doch. Darfst dein Gepäck nicht unbeaufsichtigt lassen, sonst sprengen sie es gleich. Was bringt deine Wolle zurzeit? Die 17 muss übrigens auch noch geerntet werden, ne? Da gäbe es auch Stroh. Stroh, weil es Weizen ist. Yes. Ah. Machst du Gewinn? Ja. Das dauert noch bis dann. Aber apropos Kann... sprengen. Oh, die Folge ist gesprengt, wolltest du mir sagen? Mhm. Okay, dann suche ich mir morgen Arbeit. Das klingt sehr solide. Liebe Leute, wir sind danke für den Hinweis. Wir sind am Ende, sagt der Toledo. Wie immer, danke fürs Dabei, wenn es euch gefallen hat. Lasst gerne das Däumchen da oben da. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.